Oh weh, der Ton war nicht da. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr mir das hier gerade sagt. Jetzt müsste der Ton da sein. Gebt mir mal eben ein Lautzeichen, dass der Ton da ist. Ja, also, jetzt müsste der Ton da sein. Ich brauche eigentlich einen zweiten, der hier sitzt und meine ganzen Nachrichten da durchguckt. Huhu, wir würden Sie auch gerne hören. Jetzt hören Sie mich. Oh Leute, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ja, das war bestimmt vorhin ganz lustig so. Also, ich sag's nochmal von vorne, aber in Kurzform, sonst dauert das hier ja ewig. Also, herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream. Hier sausen die Meldungen durch, ich kriege Daumen nach oben. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, also, ich hatte beim Aufräumen meine staubige Kiste da gesehen mit dem Mikroskop. Und es hat mich daran erinnert, wie sehr ich mich als Kind gefreut hatte, so Sachen mal genau zu sehen. Und deswegen soll das heute gehen zum Thema Schau genau. Ich hatte dann dieses Ding hier vorgestellt. Ne? Das ist sozusagen der Urenkel von dem Ding. Das ist eigentlich eine eingebaute Handykamera. Die ist da innen drin. Da ist eine Kamera. Und so einen Lichtring rundherum. Und damit kann man ganz tolle Aufnahmen machen. Und die wollen wir uns gleich mal anschauen. Mein Gedanke war, vielleicht hast du am Wochenende ja Langeweile. Schnapp dir doch mal Lupen. Oder schnapp dir, wenn du es darfst, ein gutes Handy. Und was man damit machen kann, das schauen wir uns jetzt an. Dazu muss ich einmal umschalten auf... Na, wo bist du? Na? Ich muss gerade was suchen. Da ist das Video, das wollen wir aber nicht gucken. Da will ich hin. Jetzt siehst du erstmal was total Irres. Das Ding ist eine Fensteraufnahme. Also ich mache gerade eine Aufnahme vom Fenster, wie das Fenster... Eine Fensteraufnahme. Also ich mache gerade eine Aufnahme... Wie das Fenster vom Monitor im Fenster gespiegelt wird. Jetzt kann ich hier auch so Sachen machen oder mal hier was da durchlaufen lassen. Aber das ist gar nicht das, was ich euch zeigen will. Ich will hin zu PowerPoint und jetzt sieht das wieder ordentlich aus. Und jetzt starten wir auch. Wir starten von Beginn an. Seht ihr das auch? Schau genau. Dann geht's nämlich jetzt los mit unserem Sachunterricht für alle. Und los geht's. Als ich neulich spazieren war, da habe ich ja den Baum gesehen. Erinnert ihr euch? Und wir sind ja noch weit weg vom Baum und man kann ja gar nicht so genau was sehen. Und so richtig toll sieht er noch nicht aus. Ich war übrigens gestern Abend da, ein paar Blüten mehr sind da. Aber mein Tipp ist, geht doch mal einfach näher hin zu solchen Sachen und guckt euch das mal an. Und jetzt sehen wir hier diese wunderschönen Blüten mit den Blütenblättern und innen drin. Naja, da ist auch was eingebaut. In der Mitte ist so ein Leuchtturm. Nein, leuchtet ja nicht. Naja, also das ist der Fruchtstamm mit dem Stempel oben drauf. Das ist ein Teil der Blüte, die brauchst du, um da neue Früchte, Samen und so weiter zu bilden. Und rundherum diese kleinen Spröckels, was immer das ist, das sind die Staubfäden. Und oben haben die so ein Köpfchen und da sitzen die Pollen drauf. Pollen kennt ihr, ne? Vom Imker, Biene, Honig und so weiter. Das Prinzip ist, da fliegt jetzt eine Biene oder eine Hummel rein und holt sich den Nektar daraus aus der Mitte da. Lecker, lecker, lecker. Und dabei kommt sie an diese Staubfäden dran und der Pollen haftet auf dem Insekt. Und damit fliegt sie zur nächsten Blüte und da lädt sie ihn ab. Ja, und dann wird so die Blüte da entsprechend bestäubt. Aber das ist nicht unser Thema. Wir wollen ja näher rangehen. Ich habe mir mal eine von den Blüten mitnehmen dürfen und jetzt sehen wir es da nochmal in groß. Ich habe mal einen Euro daneben gelegt, da siehst du, wie klein die tatsächlich ist und wie klein diese Staubfädchen sind und wie klein dieser Stempel ist und das sieht doch alles ganz toll aus. Ja, ich möchte aber noch näher ran. Übrigens, diese Aufnahme habe ich mit meinem Handy gemacht. Das kannst du auch, wenn du Mamas oder Papas Handy benutzen darfst. Die haben so eine Kamera ja da drin, das weißt du. Und damit kann man auch relativ nah ran. Und jetzt wollen wir aber noch ein bisschen näher ran. So würdest du es übrigens auch noch mit einer Lupe sehen. Und ich finde, das ist schon interessant.
Jetzt bin ich noch näher rangegangen und jetzt sieht man schon so die ersten kleinen Details. Seht ihr das? Da diese Köpfchen auf unseren Staubfäden, da hängen die Pollen dran. Naja, und in der Mitte da das Ding, das Grüne, das sieht ja relativ sauber und frisch aus, also das ist eine tolle Blüte. Kann man auch noch so mit der Lupe sehen oder mit dem Handy? Probier's doch mal aus. Geh doch mal einfach näher ran. Das sind Wunden, das ist ein Wunder der Natur und wir gehen täglich an sowas vorbei und sehen es nicht. Ich will aber noch näher ran. Naja, also mit der Lupe würden wir das so sehen und mit dem Handy würden wir auch Fotos machen können und uns das mit so einer Bildschirmlupe angucken. Da gibt es Apps für. Also je nachdem, wie gut das Handy ist, kommst du damit schon ganz schön nah ran. Ich will aber noch näher. So, prächtig. Wer hätte gedacht, dass eine Blüte so aussieht? Wer hätte gedacht, dass da so viel eingebaut ist und diese kleinen gelben Köpfchen da von den Staubfäden, da wo der Pollen dran hängt, jetzt siehst du auch schon so erste kleine Pollenkörnchen und die sind in dieser Blume nun mal gelb. So nah kommt man daran und auch dieses hier ist noch eine Handyaufnahme. Da gibt es eine Einstellung für bei meinem Handy, die heißt Super Makro. Makro ist immer das Wort dafür, ganz, ganz, ganz nah ranzugehen. So, wenn ihr das interessant findet, dann gebt mir mal eben schnell einen Like oder einen Daumen hoch. Wenn ich langsamer zeigen soll oder schneller machen soll, dann könnt ihr mir das auch sagen. Ich gucke mal ab und zu wie aufs Handy. Okay, dann klicken wir jetzt mal weiter, denn ich will eigentlich noch näher ran. Fertig? Jetzt sind wir noch näher ran. Auch das ist noch eine Handyaufnahme. Ja, so nah geht es. Aber ihr merkt jetzt schon, das Handy hat Probleme. Es ist scharf gestellt auf die Staubfäden und auf den Pollen, aber unser Stempel da in der Mitte, den sehen wir nicht scharf. Das ist das Problem bei Makrofotografie, es scharf zu kriegen. Ja, seid ihr zufrieden? Ich nicht, ich will noch näher ran. Diese Aufnahme habe ich mit meinem weißen Cookie da gemacht, mit meiner Stereolupe. So. Könnt ihr es noch erkennen? In weiß die kleinen Stielchen und die Köpfchen und jetzt seht ihr da schon so Klumpen von so gelben Klecksen. Und die gelben Kleckse, die sind überall. Das ist der Pollen. Der ist klebrig, der klebt sogar hier jetzt an den Staubfäden fest. Und das Problem ist, ich habe mit meiner Kamera die Blüte ein bisschen platt gedrückt. Und dadurch ist das von den gelben Köpfchen abgefallen und klebt da jetzt überall fest. Genauso würde es kleben an einer Biene oder Hummel, wenn die da so rumbrummelt. Ja, so ist das gedacht. Ich habe noch was. Das ist jetzt alles, was die Kamera hergeben konnte, diese gelbe da. Nicht die gelbe, die weiße, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das dürfte jetzt so ungefähr 800-fache Vergrößerung sein. Ich habe da keine genaue Skala, aber ich konnte es dann bei 1000-facher Vergrößerung echt nicht mehr scharf kriegen. Aber hier siehst du, wie die Staubfäden unten in der Blüte festgemacht sind. Und auch hier siehst du wieder unsere Pollenkleckschen. Ja, die Aufnahme ist nicht ganz so gut, aber da konnte ich noch mal ein bisschen größer rausholen. Aber hier war tatsächlich mein 30-Euro-Cookie am Ende und mehr war da nicht rauszuholen. Es gibt natürlich Mikroskope, die holen da noch viel mehr raus. Da kannst du dir auf einen passenden Fernseher oder Monitor jedes Pollenkorn in Fußballgröße angucken. Das sind Raster-Elektronenmikroskope. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, wie sieht denn das so mit den ganz kleinen Dingern aus, so Viren und Bakterien, das packe ich hier mit meinem weißen Ding nicht, aber ein Raster-Elektronenmikroskop kriegt das hin. Ist aber so teuer, das kann ich mir nicht leisten. So, ich klicke mal weiter. Ja, das kennt er schon. Das wollte ich euch nochmal zeigen, um eben deutlich zu machen,
es lohnt sich, genau hinzuschauen. In einer so einer kleinen Blüte von einem Kirschbaum, da ist so viel drin zu entdecken. Und das meiste davon, das kannst du mit einer Lupe entdecken. Und zum Thema Lupen und wie man genau hinguckt, da möchte ich euch zum Schluss dieses Videos noch ein paar Tipps geben. Ach, mich ärgert so ein bisschen, dass vorhin kein Ton da war. Ich schreibe das nachher unten unter den Kommentar, wo das dann mit Ton anfängt und die Leute, die sich später angucken, die können ja dann vorspulen. So, wir sind aber noch lange nicht am Ende und ich hoffe, ihr habt noch Lust und Laune. Rein generell gilt aber, wenn du merkst, es wird jetzt schwierig und anspruchsvoll und du brauchst eine Pause, entweder drückst du mal kurz auf Pause, dann hast du ja Pause, das geht im Unterricht nicht, aber hier schon, oder guckst später an der Stelle weiter. Ich habe jedenfalls geplant, euch noch ein Beispiel zu zeigen und noch eins und dann kommt der eigentliche Unterricht, nämlich wie das Auge das hinkriegt. So, wir gucken mal fröhlich weiter. Das Auge, es lohnt sich genau hinzuschauen. Richtig. So, das kennst du, ne? 5 Euro. Jetzt weißt du auch, warum du einen 5-Euro-Schein besorgen solltest. Wenn du einen hast, nimm ihn dir mal und guck ihn dir mal genau an. Und wenn du keinen hast, das ist nicht schlimm, dann guckst du dir den hier an. Ja, das ist ja ein Geldschein. Und ich habe gestern versucht, eine bestimmte Stelle davon zu kopieren. Eigentlich darf man das, wenn man nur eine Seite nimmt oder eben nur einen Ausschnitt. Aber mein Scanner hat mir dauernd gesagt, nee, das ist ein Geldschein, das mache ich nicht. Dennoch haben wir hier gleich was zu gucken. Ja, guck doch erstmal. Gucken wir unten rechts, da steht eine 5 und dahinter Euro. Das ist jetzt wichtig, merkt ihr das bitte. Einmal in der Schriftsprache, die wir schreiben, darunter steht EYP Omega, das ist griechisch, heißt auch Euro. Und da unten EBPO, ich glaube, dass das russisch ist. Merkt euch bitte diese drei Schreibweisen, die haben gleich noch eine wichtige Rolle zu spielen. In der Mitte, ich kann mal eben meine Maus ausprobieren, ich habe das so eingestellt, dass die Maus zu sehen ist. Hoffe ich zumindest. Vielleicht kann mir mal gleich einer schreiben, ob die Maus zu sehen ist. Also in der Mitte hier, da wo die Maus sich bewegen sollte, da sind so erhabene Buchstaben, die sind schwer nachzumachen. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann wird man feststellen, dass das hier nicht einfach nur eine Farbe ist, sondern dass das ein Muster ist. Und wir gucken jetzt auch, genau wie vorhin, einmal genauer hin. Ja, hier sieht man schon so langsam, dass das Muster rauskommt. Und ich gucke hier gerade auf das Handy. Frau Vogt hat sich gerade bedankt, dass ich ihre Klassensachen hochgeladen habe. Gerne geschehen. Okay, aber wir sind ja hier bei unserem Muster. Wir gucken jetzt noch genauer hin. Und wir gucken mal besonders bitte auf den Brückenpfeiler da oben. Seht ihr, dass der so eine Art Kante hat? Eine, die nach vorne schaut und eine, die innen im Schatten im Brückenpfeiler ist. Guckt ihr da mal bitte ganz genau hin, auch jetzt schon. So, Nase an Bildschirm. Ihr merkt schon, die sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Der rechts im Brückenpfeiler, da blitzt so ein bisschen weiß durch. Was meint ihr, lohnt es sich da noch genauer hinzuschauen? Okay. Ja, was ist das denn? Das ist ja unglaublich. Ihr seht erst einmal, dass jetzt das nicht nur irgendeine komische Farbe ist, sondern das sind Muster, und zwar zwei übereinander. Längsmuster in Grau und Schneckenmuster in Orange. Und ihr seht, dass in diesem kleinen Brückenpfeiler, in dieser Kante, was drin steht. Was steht denn da? Könnt das lesen? Wie, du willst noch näher ran? Okay, ich probiere es mal. Da steht irgendwas vorne, was ich nicht lesen kann. Ich glaube, eine 0. Und dann steht dahinter in Griechisch 5 Euro. Ich glaube, dass es Russisch ist, aber ich bin mir nicht sicher. Da steht da auch wieder 5 Euro und hinten in unserer Schrift 5 Euro. So. Da seid ihr baff, ne? Ich war es auch. Jetzt habe ich schon wieder ne gesagt. Das wollte ich ja nicht. Da seid ihr baff. Jetzt schnappt euch doch mal bitte euren Fünfer und versucht das mal mit bloßem Auge zu sehen. Ach, das will ich ja gleich erst zeigen. Los, ran an den Fünfer.
Guck mal, ob ihr das mit bloßem Auge seht. Ja? Du erkennst wahrscheinlich, dass da irgendwas ist. Aber wenn du zufällig eine Lupe dabei hast, dann guck doch jetzt mal mit der Lupe. Lupen, die gibt es in verschiedenen Sorten. Und das Wichtigste bei einer Lupe ist die Vergrößerung. Bei einer zweifachen Vergrößerung siehst du es doppelt so groß. Bei einer dreifachen Vergrößerung dreimal so groß. Bei einer siebenfachen eben siebenmal so groß. Ich habe mal mit einer dreifach geguckt, da konnte ich erkennen, dass da was ist. Aber mit der siebenfach, die ich hier liegen habe, da konnte ich tatsächlich erkennen, dass es sowas wie Buchstaben und Zahlen waren. Ja, wie oft haben wir jetzt schon 5-Euro-Scheine in der Hand gehabt und haben noch nie gesehen, was da so alles drauf ist? Ja, aber ist auch klar, ne, wenn jetzt irgend so ein Ganove kommt und will das kopieren, ich glaube nicht, dass irgendein Drucker hier das so scharf hinkriegt. Das ist ein sogenanntes Sicherheitsmerkmal. Und jetzt hast du es mal gesehen. In groß, in noch größer. So, und das ist alles, was meine Technik hier so bietet. Mehr packe ich nicht. Ja, der Fünfer. Ich habe noch ein Beispiel für dich. Als ich gestern unterwegs war, ich habe hier noch Spaziergang gemacht und bin ja auch noch mal am Kirschbaum vorbei, da habe ich was gesehen, das war da am Bordstein. Das da. Eine Hummel, die saß da. Ich habe dann sozusagen Leib und Leben für euch riskiert und habe mich davor gekniet und habe mir das angeschaut. Und ja, ich habe da auf der Straße gekniet. Ich hatte da meine Familie dabei, die haben aufgepasst, dass da kein Auto kam. Und dann habe ich mit dem Handy wieder fotografiert. Und wie ihr seht, das ist keine schlechte Aufnahme. Wir gucken, gehen mal wieder näher ran. Wusstet ihr, dass diese Tiere Haare haben, so Härchen? Also ich wusste das, aber ich wusste nicht, dass die so gut zu sehen sind. Und seht ihr da die Punkte, die Hummel, die ist ja ein bisschen dreckig. Aber das ist vermutlich kein Dreck, sondern das sind Pollen. Ja, die fliegt ja normalerweise von Blüte zu Blüte und hummelt sich da durchs Leben. Und ja, dann hat die wahrscheinlich jetzt diese Härchen, damit der Pollen besser dran klebt. Und das ist gut für die Hummel und gut für die Blüte. Und das ist der Kreislauf der Natur. Wir gehen mal noch ein bisschen näher ran. Ich glaube, einen habe ich noch. Diese Härchen, guckt euch das mal an, man wollte sie fast streicheln, aber macht das lieber nicht, das sind ja so Tierchen, die mögen das bestimmt nicht. So. Warum habe ich es dir gezeigt? Na, weil das Auge eine tolle Sache ist. Benutze deine Augen, schau genau und noch genauer oder nimm dir eine Lupe. Es lohnt sich. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, am Wochenende genau zu schauen, dann viel Spaß dabei. Tja, jeder hat zwei Augen, wir sollten sie benutzen. So, das war jetzt der Teil, wo ich mir gedacht habe, das ist schön für jeden, das mal zu gucken. Und auch Erst- und Zweitklässler haben was davon. Und wenn ihr euch dann mal wirklich bewaffnet mit Lupen oder Mama oder Papa gehen mal mit euch mit und benutzen mal das Handy, dann wäre das doch eine schöne Sache. So, ich habe hier gerade wieder eine WhatsApp bekommen. Das muss ich mal eben lesen. Oh, Frau Fritsch lässt grüßen. Sie hat ja hinter ihrem Haus so einen Swimmingpool. Der ist jetzt voll Blätter. Und da schwimmt wohl eine Entenfamilie drin. Soll ich euch nachher mal zeigen. Da hat Frau Fritsch auch genau geguckt. Vielen Dank für den Tipp. Gut, jetzt kommt der eigentliche Unterricht. Ich fange auch da einfach an und wenn du sagst, du brauchst eine Pause, dann drück mal eben auf Stopp oder guckst dir später an. Wenn du sagst, nee, ich kann noch und ich will jetzt wissen, wie das Auge das macht, dann lässt es einfach weiterlaufen. Das ist der Plan. So, dann wollen wir mal anfangen. Der Unterricht über das menschliche Auge. Wie du siehst, wir haben zwei davon. Und die haben eine bestimmte Form und sie haben unterschiedliche Farben und sie funktionieren alle gleich. Du kriegst jetzt von mir eine Aufgabe. Deswegen solltest du dir deine Buntstifte besorgen und ein Blatt. Du sollst jetzt mal in den Spiegel gucken, wie dein Auge aussieht.
und dein Auge aufzeichnen. Hm? Genau, deins. Damit du sehen kannst, guck mal in den Spiegel. Wenn du jetzt keinen Spiegel hast, frag vielleicht mal Mama oder Papa, ob sie mal eventuell ein Handyfoto von deinem Auge machen und dir dann zeigen. Aber sag ihnen bitte den Blitz abstellen, sonst ist das echt nervig für dein Auge. Was meinst du, wie lange brauchst du jetzt, um dein Auge zu malen? Ich komme mal eben wieder, dass du mich siehst. Wie lange brauchst du wohl dafür? Also gucken und malen, sollen wir mal sagen, 2 Minuten. 2 Minuten? Okay. Dann würde ich jetzt sagen, machst du das mal und ich stelle das hier so lange auf unser Baloo-Bild. Ich lasse den Ton aber an und du malst jetzt mal bitte dein Auge. Wie gesagt, wenn du eine Pause brauchst, drückst du mal eben auf Pause und wenn du sagst, nee, ich mache das heute Nachmittag weiter, dann sage ich dir Tschüss und du lässt das Video heute Nachmittag weiterlaufen. Es ist ja alles gespeichert. Das sind ja mal ganz neue Möglichkeiten. So, während du das machst, mache ich das auch und dann gucke ich mal, wie lange ich brauche und wie lange du brauchst. Auge malen, auf geht's. So, ich mach mal eben das Mikrofon auf und frag mal, wie weit bist du denn? Also meins ist fast fertig. Ich mach noch eben eine kleine Verbesserung. Wir haben ja unseren Chat. Wenn du willst, schreib da mal eben rein, ob du noch ein paar Minuten brauchst oder ob du fertig bist. So, ich habe gerade die Idee, ob ich nachher diesen Stream mal eben downloade und vorne so die ersten 2 Minuten wegschnippel. Das war ja voll doof, dass ich da nicht zu hören bin. Da kommt die erste Meldung von DL. Fertig, prima. Dann warte ich jetzt noch mal eben einen ganz kleinen Moment, aber ich komme schon mal wieder auf deinen Schirm und ich zeige dir mal eben mein persönliches Kunstwerk. So, kannst du es sehen? Das ist mein persönliches Kunstwerk. Wenn du Lust hast, mach ein Foto von deinem und schick es mit dem Stichwort Auge an kids@andreas-schule-bestwich.de. So, aber wir machen jetzt weiter und ich gehe wieder zurück zu meiner Bildschirmpräsentation. So, da ist wieder das komische Bild im Bild. Und ich möchte aber hier wieder zurück und okay, ich glaube, da sind wir wieder.
das Auge. Das sollte jetzt eigentlich ein farbiger Hintergrund sein, aber ich weiß nicht. Wir kriegen das auch ohne das Grün hin. Ich hoffe, dein Bild sieht nicht so aus. Na, man hätte ja schlechte Laune, das muss ja nicht sein. Also ich habe zumindest bei meinem angefangen mit diesem Außenrum. Das ist weiß. Und eigentlich ist das nicht ein Oval, sondern das ist wie so ein Tennisball. Du siehst nur eben, weil deine Augenlider davor sind, nur ein Teil davon. Aber eigentlich ist es rund wie ein Tennisball. Ungefähr auch die Größe. Dann habe ich in der Mitte einen Kreis gemalt. Okay, ich habe dann natürlich sofort innen noch den Innenkreis gemalt. Das ging am Computer nicht. Und dann nochmal schwarz drüber. Das sind jetzt verschiedene Teile vom Auge und ich gehe nochmal eben wieder zurück. Moment, zurück. Okay, das Ding, was in echt also wie der Tennisball ist, nennt sich Augapfel. Und das, was du siehst, das mit der Farbe, das ist bei manchen Leuten blau oder grün oder braun und manche haben fast schwarz. Dann ist das ganz schwer zu sehen. Ja, das nennt sich Iris. Iris. Und das da in der Mitte, das ist so eine Art Loch. Dahinter ist es dunkel. Deswegen sieht es schwarz aus. Da könnte man da mal reinleuchten. Ärzte machen das auch. Und dann könnte man hinten auch was sehen, was teilweise auf Fotos so diesen Blitzrot zurückwirft. Das ist die Netzhaut und die kann eben Licht empfangen und bei manchen Fotos wirft es die wieder zurück. Also, das Schwarze ist wie eine Art Durchgang in den dunklen Raum ins Innere des Auges. Bis hierhin alles verstanden? So, ich sehe gerade auch schon von jemandem mit dem Nachnamen S. Ah, ich weiß, wer du bist, dass du auch fertig bist. Prima. Ja, ich habe aber noch was gesehen. Und zwar ist in der Iris sind da so komische Striche. Ich habe jetzt nur mal 4 davon gemacht. Da sind eigentlich viel mehr von. Ich glaube, bei Grün und Blau siehst du die am besten. Entschuldigung. Siehst du die am besten. Und bei Braun, ich glaube, siehst du die nicht so ganz so gut. So. Sieht das auch so ungefähr bei dir aus? Na, wahrscheinlich sieht es bei dir besser aus. Ich zeige dir das Ganze mal mit diesem Bild. Da die Maus zu sehen ist, prima, kann ich ja mal eben kurz erklären. Also rundherum das ist dann der Augapfel, der ist weiß. Und manchmal, wenn man eine sehr schwere Erkältung hat, sieht man so kleine Äderchen oder so. Ne? Ich habe schon wieder ne gesagt. Das, was hier blau ist, ist die Iris. Das ist wie eine Art runder Vorhang. Und in der Mitte ist das Loch, da kann man durchgucken und man kommt dann das Licht zumindest ins Augeninnere. Das Runde da, das ist der Rand vom Loch, das ist ein Muskel. Der Muskel kann nur eins, sich zusammenziehen, dann wird das Loch kleiner. Und diese Striche, die von der Mitte nach außen gehen, das sind auch Muskeln, die können auch nur zwei Sachen, kann auch nur eine Sache, nämlich sich zusammenziehen. Und wenn die sich zusammenziehen, dann wird das Loch da in der Mitte größer. Ich will dir das mal eben zeigen, deswegen komme ich jetzt zu dir wieder zurück. Das mit dem größer und kleiner, da habe ich was vorbereitet. Ich habe ein Blatt genommen und da eine gefaltet und so eine Kante reingeschnitten. Und jetzt machen wir das mal, was das Auge auch macht. Übrigens, die Kamera versucht sowas Ähnliches, gerade mit Scharfstellen. Also, das ist zwar kein rundes Ding, aber es ist eckig, aber es funktioniert genauso. Wenn sich jetzt der innere Muskel zusammenzieht, dann wird das ganze Loch kleiner. Dann geht weniger Licht durch. Siehst du mich noch? Ich sehe dich noch so gerade. Und wenn jetzt die äußeren Muskeln ziehen, dann wird die Iris größer und die Pupille damit auch. Dann kommt da mehr Licht rein. Weniger Licht, mehr Licht. Weniger Licht, mehr Licht. Die inneren Muskeln, der Ringmuskel zieht sich zusammen und die äußeren ziehen es wieder zurück. Und das macht dein Auge vollautomatisch. Würde sich bei der Kamera Autofokus nennen, so ähnlich. Aber dann gehen da noch andere Muskeln mit dabei und die Linse hat was damit zu tun. Ein kompliziertes Ding. So, wir gehen wieder zurück zu unserer Präsentation.
Also nochmal, dieser innere Muskel der Runde, wenn der sich zusammenzieht, wird das Loch kleiner und es muss einen Gegenmuskel geben, das ist immer so, auch bei deinem Arm. Wenn du jetzt den äußeren Muskel anstrengst und dieser Strich wird kürzer, dieser Muskel verkürzt sich, dann wird das Loch da, deine Pupille in der Mitte, größer. Wann macht's das denn? Wenn zu viel Licht in das Auge fällt, wird die Iris kleiner. Das hast du schon mal gesehen, wenn du in eine helle Sonne rauskommst und dann kneifst du die Augen zusammen. Das ist auch so ein Reflex, dass weniger Licht in die Augen kommt. Und dann wird deine Pupille kleiner, es kommt weniger Licht rein und deine Augen fühlen sich wohl. Wenn du aber im Dunkeln irgendwie schon mal im Wald warst oder bist mal abends spazieren gegangen oder es ist wenig Licht, dann sieht dein Auge nichts. Dein Auge braucht Licht, 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 Licht und noch mehr Licht. Und dann fangen diese äußeren Muskeln an zu ziehen und ziehen deine Pupille größer und größer und größer und größer. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass ein Arzt mit der Lampe da reinleuchtet, dann prüft er, ob das funktioniert. Dann prüft er nämlich, merkt das Auge, dass da Licht kommt, dann soll das Gehirn das merken und den Muskeln befehlen, zieh dich zusammen. Und wenn das funktioniert, ist da alles in Ordnung. Übrigens sind die Augen gekoppelt. Wenn du in das linke reinleuchtest, dann muss das rechte auch kleiner werden, obwohl da ja nicht so viel Licht ist. Das ist ganz interessant. So, ich habe ja gesagt, wir machen Unterricht. Wenn du jetzt eine Pause brauchst, dann drück bitte auf die Pausentaste. Und wenn du sagst, nee, heute Nachmittag geht's weiter, dann guckst du dir heute Nachmittag weiter an. Wir sind jetzt ja schon bei den schwierigen Sachen. Ich mache jedenfalls weiter mit der Wiederholung und ich stelle dir einige Fragen. Ist ja ein Schulkanal hier. Also, wie heißt der farbige Teil deines Auges? Sag es bitte. Die richtige Lösung ist Iris. Die nächste Frage. Ich habe hier gerade eine lustige Mail gekriegt von TB mit ganz vielen Augenstickern und einer Taschenlampe. Ich glaube, da hat einer nachher einen Versuch vor. Aber bitte keine Maglight oder eine starke LED-Lampe nehmen. Das ist so viel Licht, das verträgt dein Auge nicht, auch wenn die Pupille kleiner wird. Aber wir sind hier bei der Wiederholung. Nicht ablenken, bitte. Gut. Wie heißt dieses Loch im Vorhang, was mal größer und mal kleiner ist und wo viel oder wenig Licht durchgeht, wo man in diesen dunklen Raum des Auges reinguckt. Sag's bitte. Wenn du gesagt hast Pupille, dann ist das richtig. Wie sieht das Auge eigentlich aus? Wir sehen ja nur einen Teil davon, weil die Augenlider davor sind. Ist das Auge eckig oder rund? Rund natürlich. Müssen wir uns das vorstellen wie ein Tennisball oder wie einen kleinen Tischtennisball? Richtig, wie einen kleinen Tischtennisball. Ich habe auch schon gesagt, hinten ist was eingebaut. Das, was beim Blitzen manchmal die rote Farbe zurückwirft. Warum rot? Das ist gut durchblutet. Ne? Das ist dann so eine Spiegelung. Wie heißt das Ding? Ich habe es ein oder zweimal gesagt, erinnerst du dich? Netzhaut ist es. Und diese Netzhaut hat eine Verbindung zum Gehirn. Okay, nächste Frage. Wenn du auf den Kopf gefallen bist und der Doktor weiß nicht, ob das Ganze noch so funktioniert bei dir da oben, dann leuchtet er dir ins Auge. Und wenn er dir mit einer schwachen Lampe ins linke Auge leuchtet und alles funktioniert, ne, hast ja Glück gehabt, was muss dann das rechte Auge tun? Muss es sich entweder schließen oder muss sich die Pupille erweitern oder muss sie sich verkleinern? Wenn du links mit einer schwachen Lampe ins Auge leuchtest und das rechte so ein bisschen schattig machst, was muss dann passieren? Richtig, es müsste kleiner werden, weil links wird es kleiner wegen des Lichtes, da muss es rechts auch kleiner werden. Dafür gibt es spezielle Pupillenlampen, also kommt jetzt bitte nicht mit den riesen LED-Lampen und funzelt euch da an, das wäre schädlich. Das Auge ist empfindlich, also Vorsicht damit. So, das war die Wiederholung. Wenn du an dieser Stelle Pause machen möchtest, Pausentaste oder guckst dir später weiter an. Ich mache jetzt jedenfalls weiter auf dem nächsten Level. Ich sehe übrigens, 21 Leute mit Anmeldungen sind noch dabei. Das heißt, wahrscheinlich sind es noch 40, 50, die sich das hier anschauen. Prima.
So, nachdem ich dich gerade so vollgetextet habe, ist es Zeit für den nächsten Versuch. Ich habe ja gesagt, du brauchst ein Fenster, wo du rausgucken kannst. Ich erkläre es dir jetzt bitte und nicht wegrennen. Wenn es geht, ein Fenster, sodass du mich noch hören kannst, dann kann ich dich ein bisschen anleiten. Ansonsten machst du das jetzt einfach und kommst nach einer Minute wieder. Der Versuch ist, geh ans Fenster und schaue eine Minute lang in die Ferne. Lass deinen Blick in der Ferne schweifen. Schau nicht nahe Dinge an, auch nicht, wenn einer was sagt. Du sollst echt nur in die Weite schauen, in die Weite. Und meine Frage ist, ist das anstrengend? Das sollst du jetzt eine Minute machen. Ich gucke auf meine Uhr hier ungefähr und los. Probier das mal aus. Schau in die Ferne. Wenn du mich jetzt noch hören kannst, sehr schön, schau weiter in die Ferne, schau mal zum Horizont, guck mal weit entfernte Häuser an oder einen weit entfernten Baum. Was meine ich jetzt mit weit? Ja, sollte schon, wenn es geht, so über 15, 20 Meter sein. Also so weit weg, wie es geht. Okay, weiter, weiter, weiter. Und jetzt fühl doch mal, es ist komisch, ne, wenn ich das sage, fühl mal auf deine Augen. Nicht mit den Händen, so innen drin. Was ist dein Augengefühl? Entspannung oder Anstrengung? Ja, hast du gefühlt? Dann komm mal langsam wieder zurück hierhin. Und für den Fall, dass du mich nicht hörst, aber deine Eltern hören dich, dann können die dich ja wiederholen. Wir machen hier gleich weiter. Okay, alle wieder da? Ich glaube nämlich, dass du gefühlt hast, dass das nicht anstrengend war. Das war eigentlich sehr entspannend, glaube ich. Hätten wir dazu noch leise Musik laufen lassen, wärst du jetzt voll tiefenentspannt. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Schnapp dir nochmal deinen 5-Euro-Schein. Ich hätte Schein groß schreiben müssen. Das mache ich jetzt auch eben. Ich erkläre dir, was du tun sollst und ich mache das Wort Schein wieder groß. Nimm dir deinen 5-Euro-Schein und halt ihn dir vor die Augen und dann guckst du mal ohne Lupe ganz genau nach den kleinsten und feinsten Linien. Noch näher ran und noch näher ran und noch näher ran, sodass du es gerade noch scharf sehen kannst. Und du versuchst wirklich mit deinem eingebauten Röntgenblick so genau wie möglich hinzuschauen und wendest deinen Blick nicht ab. Und hast du keinen Fünfer, dann nimmst du einen Zehner oder irgendwas anderes, winzig kleines. Aber ich möchte, dass du mal deine Augen fokussierst auf was ganz Nahes. Und das für eine halbe Minute. Und die Frage ist, ist das anstrengend? Während du das machst, mache ich mal das Wort groß. So, ich glaube, reicht schon. Was ist das Ergebnis? Ich habe hier im Moment gar keine Nachrichten auf meinem Handy. Ich vermute, ihr seid so alle voll dabei. Das ist prima. Ich gehe davon aus, du musst dir jetzt erstmal die Augen reiben, weil das war gerade fürchterlich anstrengend für deine Augen. Ne? Das, ich habe schon wieder ne gesagt. Wenn wir in der Schule sagen, lies mal, guck doch mal genau hin, streng dich doch mal an, dann liegt das daran, dass hier eben gerade welcher Muskel Höchstleistungen gemacht hat. Ja, dieser Ring da innen drin, der das Ganze klein zieht, der musste sich gerade so richtig anstrengen oder die Außen, ganz egal, auf jeden Fall, das war anstrengend. Ich kriege hier gerade von TB wieder ein Aua. Hasse gemerkt. Warum ist das so? Unsere Augen sind entspannt, wenn sie in die Weite sehen. Vielleicht mögen wir deshalb ja die Berge oder das Meer. Weil wenn wir dann da im Strandkorb sitzen oder auf der Bank, dann können wir den Blick schweifen lassen. Und wenn dann noch der Wind weht und vielleicht irgendwo eine Möwe am Schreien ist, ach, das ist so entspannt. Das liegt auch mit daran, dass dein Auge dann Urlaub hat. Warum ist das so? Na, das liegt an dem da. Unsere Vorfahren, Steinzeitmenschen und noch lange davor, die hatten ein hartes Leben.
Warum hatten sie ein hartes Leben? Sie waren nicht schnell genug, um wegzulaufen, wenn irgendein Raubtier kommt. Und sie waren auch nicht stark genug, um irgendwelche Säbelzahntiger oder Gott weiß was da zu bekämpfen. Das haben sie nicht geschafft. Lasst übrigens nicht erzählen, dass Menschen und Dinosaurier mal irgendwie zusammengekommen wären. Die Dinos sind lange vor den allerersten Menschen ausgestorben. Aber wenn jetzt unser Steinzeitmensch dann da saß und musste sich ausruhen, hat sich vielleicht unter einen Baum gesetzt und hat sich entspannt, dann musste er irgendwelche Raubtiere oder Feinde schon von Weitem entdecken können. Da musste schon früh sehen, damit er schnell genug weglaufen und sich verstecken kann. Und deswegen ist das Auge, wenn es in die Weite sieht, entspannt. Dann kann man entspannen und kann Gefahren früh sehen. Und das ist von früher so. Das hat sich unser Gehirn so gemerkt. Und deswegen ist unser Auge auch heute noch entspannt, wenn es in die Weite sieht. Und das ist der Grund, warum, wenn du in der Schule ganz viel schreibst und ganz genau guckst, echte Höchstarbeit leistest, dann ist dein Auge so richtig angestrengt und dein Gehirn läuft auf vollen Touren und dann braucht man eben eine Pause. Und das ist der Zusammenhang. Kommen wir zur Wiederholung. Was passiert, wenn viel Licht in dein Auge fällt? Richtig, die Pupille wird kleiner. Was ist, wenn wenig Licht in dein Auge fällt? Richtig, die Pupille wird größer. Wann ist das Auge im Urlaub-Erholungsmodus? Wenn es zu ist oder in die Ferne sieht. Das passiert übrigens, wenn du deine Augen schließt. Dazu haben wir ja die Deckel, die Augenlider. Dann kann deine Pupille schön groß werden, weil sie kriegt ja kein Licht und sie wird groß und dann kann sie sich entspannen. Und was passiert, wenn du plötzlich irgendwie in helles Licht trittst aus dem Dunkeln? Stimmt. Dann ist es so, dass du geblendet bist. Und geblendet bedeutet nichts anderes, als dass die Pupille zu groß ist und Mühe hat, schnell genug klein zu werden. Mal ein kleiner Exkurs zu alten Fotoapparaten. Da ist auch sowas eingebaut. Eine Lamellenlinse oder so eine Lamellenabdeckung jedenfalls. Und das Ding nennt sich Blende. Und dies wird größer und kleiner, je nachdem, wie viel Licht da reinfällt. Alte Fotoapparate haben das. Die sind dem Auge nachgebaut. Okay, kannst du noch? Wenn nicht, drück auf Pause oder guckst dir später weiter an. Das hier würde ich jetzt sagen, ist in Kurzform wenigstens schon Klasse 4. Und du hast schon lange durchgehalten. Wie lange machen wir das dann eigentlich schon? Ja, sie sind schon über eine Schulstunde raus. 11.48 Uhr. Dann lass uns das flott zu Ende bringen. Wie funktioniert jetzt das mit dem Auge genau? Hier siehst du deinen Tennisball-Augapfel. Das Blaue hier, das ist deine Iris. Die sieht hier nicht rund aus, es ist ein sogenannter Querschnitt. Aber das ist das Ende und das ist auch ein Ende und dazwischen ist das Loch. Und wenn jetzt der eine Muskel zieht, wandert das nach oben und das nach unten. Und wenn der andere Muskel zieht, geht es wieder zurück. Sprechen wir über das Licht. Da ist ein Apfel. Das Licht fällt auf den Apfel. Der Apfel wirft das Licht zurück, auch in Richtung unseres Auges. Und es fällt jetzt durch das Loch auf die Linse. Das musst du dir vorstellen wie unsere Lupe. Die bündelt das Licht, aber sie stellt es auch auf den Kopf. Das Licht fällt weiter durch wie auf eine Wand, wenn wir da mit einem Diaprojektor oder mit einem Beamer draufhalten. Und diese gelbe Schicht ist deine Netzhaut. Die wandelt die Lichtsignale in bioelektrische Signale um. Und die schickt der Sehnerv, wo ist meine Maus hier? Die schickt der Sehnerv in Richtung Gehirn. Dein Auge und die Netzhaut erkennt nur, wo Licht ist und wo nicht und ob es farbig ist oder nicht. Und dein Gehirn muss daraus sich ein Bild zusammenbasteln. Das macht es automatisch und ganz oft. Das ist wirklich erstaunlich. Interessant ist auch, wenn das Licht hier reinfällt, die Linse hat die Eigenart, es auf den Kopf zu stellen. Also dein
Auge sieht den Apfel auf dem Kopf und dein Gehirn weiß das und stellt es wieder richtig rum. Das ist in Kurzformat, wie ein Auge funktioniert. Licht fällt herein durch die Öffnung, die kann größer oder kleiner. Und dann fällt da Licht auf die Linse und dann geht das weiter auf den Sehnerv. Bei mir hat es gerade an der Tür geklingelt, aber ich glaube, ich mache mal einfach weiter hier. Ich weiß nicht, wer da jetzt ist. Interessant. Okay. So sieht das aus. Übrigens haben wir auf der Netzhaut zwei unterschiedliche Arten von Empfängern. Die einen empfangen Farbinformationen, die anderen nur schwarz-weiß. Und weil wir von den schwarz-weißen nur wenige haben, können wir schlecht im Dunkeln sehen. Kurze Zusammenfassung. Licht fällt durch die Pupille in das Innere des Auges. Die Netzhaut erkennt das Licht. Die Nerven bringen die Lichtinformationen zum Gehirn und das Gehirn erkennt, was da ist. Und das war's schon. Wiederholung. Wie heißt der Teil deines Auges, der blau oder grün oder braun ist oder eine andere Farbe hat? Die Lösung ist Iris. Wie heißt das Loch in der Mitte deines Vorhanges, was größer oder kleiner wird und wo das Licht durchfällt? Pupille. Wie heißt diese Schicht, die in der Grafik gerade gelb war und die Lichtinformationen fürs Gehirn umwandelt? Netzhaut. Wie kommen diese Informationen zum Gehirn? Durch die Nerven. Musst du dir ungefähr so vorstellen, wie so eine Art Stromdraht, nur dass es kein Draht ist, aber es ist tatsächlich eine Nervenbahn, ist eine Leitung. Wer setzt aus den Bildinformationen denn das Bild zusammen und dreht es wieder richtig rum? Das Gehirn. Hast du das gewusst? Perfekt. Ich sehe übrigens, dass 17 noch dabei sind, also dafür, dass wir ganz schöne schwierige Sachen hier machen, ist das ein Bombenwert. Und ich denke, die anderen gucken sich das nachher weiter an. Noch eine ganz kleine Sache nebenher. Wir können auch mit einem Auge sehen. Halt dir mal ein Auge zu. Guck mal rum. Siehst du noch was? Klar siehst du was. Wir können auch mit einem Auge sehen. Das ist gut, dass die Natur das gemacht hat. Es gibt ja auch Menschen, die hatten eine Augenkrankheit oder haben ein Auge, das nicht mehr funktioniert. Natürlich können auch die noch sehen. Aber die zwei Augen helfen uns beim Schätzen von Entfernungen. Jetzt mach mal wieder dein zweites Auge da auf. Wenn es darum geht, wie weit ist der Abstand, dann brauchst du ein zweites Auge. Mit einem ist das schwierig. Woran liegt das? Wenn eine Person da ist und mit beiden Augen guckt und hat da ein Objekt, in diesem Fall einen Würfel, und ich würde nur mit einem Auge gucken, dann würde ich sehen, das ist da. Ich würde eine Perspektive, eine Ansicht mit einem Auge sehen. Das reicht ja schon mal für das meiste aus. Aber wenn jetzt ein zweites Auge dazu kommt, dann sieht das eine Auge ist weiter von links und das andere mehr von rechts und das Bild der beiden Augen unterscheidet sich. Und dein Gehirn ist in der Lage, aus diesen unterschiedlichen Sichtwinkeln zu berechnen, wie weit das weg ist. Ist das nicht genial? Es kommt also auf den Augenabstand an. Wenn die weit auseinander sind, dann kannst du also besser diese, na, man nennt es räumliche Tiefe oder Perspektive sehen. Sag mal, kennst du eigentlich einen Hammerhai? Das ist einer, der hat einen ganz komischen Kopf. Der geht so ganz weit von links nach rechts und die Augen sitzen ganz am Ende und sind wahnsinnig weit auseinander. Es gibt zwei Vermutungen, warum der Hammerhai so einen komischen Kopf hat. Die erste ist, dass dieser Kopf wie so eine Art Flugzeugflügel im Wasser funktioniert und ihn beim Schwimmen hilft. Aber die zweite und viel wahrscheinlichere Variante ist, je weiter deine Augen auseinander sind, desto besser kannst du erkennen, wie weit was weg ist. Und das ist für so einen Hai natürlich eine interessante Sache. So. Wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe übrigens, glaube ich, raus, wer da gerade geklingelt hat. Ich denke, das war der Postbote. Es hat im Briefkasten geklappert.
für die, die jetzt immer noch nicht die Nase voll haben und sagen, ich will mehr. Da habe ich jetzt noch eine kleine Zugabe spezial, um die Stunde hier voll zu machen. Die Zugabe spezial, ich erzähle euch mal ganz locker ein bisschen was, was ich über Lupen und Ferngläser weiß, denn es könnte ja sein, dass du dich jetzt wirklich für so Technik interessierst. Und nochmal der Gedanke, sich mit der Lupe oder einer Handy-App mal am Wochenende auf den Weg zu machen nach großen und kleinen Sachen, die man genauer untersuchen kann, ich halte die für ganz töfte. Aber diese Geschichte hier, die PowerPoint, die ist jedenfalls erstmal zu Ende. Und ich komme jetzt wieder zurück zu dir auf den Bildschirm. Ach, wir können ja hier nochmal ein bisschen rumspielen. Das ist ja... Das ist schon drollig, diese Bildschirmaufnahme, aber es ist die einzige Art und Weise, wie ich den Mauszeiger auf dem Bildschirm kriege. So, also nochmal, jetzt gibt es noch ein kleines Special zum Thema Lupen und Ferngläser und was es so alles an Hilfsmitteln fürs Auge gibt. Wenn du an der Stelle Tschüss sagen möchtest oder eine Pause machen möchtest, liebend gerne. Das sind ja jetzt alles Möglichkeiten, die wir so haben. Wie war es denn bisher? Ich habe mir überlegt, wie mache ich das, dass Erstis und Zweitis auch was davon haben. Und ich glaube, das mit den Bildern wird denen gefallen haben. Aber die werden irgendwann gesagt haben, nee, das wird mir hier zu schwierig. Aber du bist ja noch da. Das will schon was heißen. 16 Leute noch. Und das sind Leute, die angemeldet sind mit Account. Da werden sicherlich noch mal 20 Leute sitzen, die eben den Account nicht haben, was ja nicht schlimm ist. Deswegen haben wir ja YouTube gewählt. Man kann seine Daten da eingeben oder man muss es eben nicht. So. Special zum Thema Lupen. Ich habe hier zwei. Die Lupen bestehen eigentlich nur aus zwei Teilen. Aus einer Fassung, die ist hier aus Kunststoff. Das hier ist also eine Lupe, die habe ich im Dreier-Set irgendwo aus dem Baumarkt für, ich glaube, 5 Euro. Und in der Mitte, das ist das wichtige Ding, das ist die Linse. Die ist in diesem Fall aus Kunststoff und das ist eigentlich nicht so super. Es gibt gute Kunststofflinsen. Die früheren Lupen, wenn Oma und Opa noch eine hatten, die waren aus Glas und meistens sind die besser. Also die erste Frage ist, was ist es? Ist es Glas oder ist es Kunststoff? Für uns reicht auch Kunststoff. Diese Lupen haben einen Wert, und zwar der Vergrößerung. Das hier ist jetzt eine ganz, ganz, ganz billige, da steht das nicht drauf. Aber auf jeder guten Lupe steht der Vergrößerungswert drauf. Faktor 2 bedeutet, du siehst doppelt so groß. Also ist eine Sache einen Zentimeter groß, dann siehst du es mit 2 Zentimetern. Was bedeutet denn Faktor 7? Faktor hat immer was mit Malrechnen zu tun. Wenn eine Sache ist, die ist jetzt einen Millimeter nur groß, dann siehst du das Ding durch die Lupe, wenn sie ihren Job richtig macht, 7 Millimeter groß. Und damit kann man schon was anfangen. Die Lupe sieht einfach nur anders aus und hat eingebautes Licht, aber der Akku ist im Moment leer, das muss ich mal wieder aufladen. Ich schaue mal eben damit auf meine Tastatur und stelle fest, diese hier ist nicht so stark wie die. Also das kann man auch einfach mal ausprobieren. Wenn du dir Lupen kaufst, kommt es auf 2 unterschiedliche Sachen an. Das erste ist die Vergrößerung. 2 ist nicht viel. Es ist eigentlich ein Spielzeug. Sowas benutzt man vielleicht, wenn man was nicht genau lesen kann. Also 3 kannst du was mit anfangen. 7 ist schon stark. Aber du musst wissen, je stärker die Lupe vergrößert, desto schwieriger ist sie zu benutzen. Man sieht das ja oft so im Detektivfilm, dass die dann so machen und das ist genau die Bewegung. Du musst so ungefähr zielen, bis du das dann siehst, dein Objekt, und wenn du weiter weggehst, dann kannst du scharf und nachstellen, indem du auch mit dem Kopf weiter weggehst. Das Problem bei Lupen ist immer, du musst es scharf stellen, das läuft nicht automatisch. Aber hervorragend zum Ausprobieren und Zeit rumkriegen. Und wenn du das einmal drauf hast mit der Lupe, dann kannst du Sachen erkennen, die sind wirklich toll. Übrigens, ich glaube, du siehst jetzt auch gerade im Livestream, dass durch die Lupe meine Orgelenden zu sehen ist und auch schon größer und auch halbwegs scharf. Also das ist eine irre Sache. Das zweite, wo du bei Lupen erkennen kannst, ob es um eine wirklich gute Lupe ist. In der Mitte sind sie alle scharf.
Aber das Bild zum Rand hin, das verzerrt sich meistens. Und richtig gute Lupen zeigen auch bis zum Rand ein verzerrungsfreies Bild. Und günstige Lupen, die zeigen das gute Bild nur in der Mitte und dann wird das so ganz nebulös. Guck mal, ob ihr eine habt. Ich kann auch nur empfehlen, mal als Lupenersatz vielleicht das Handy zu nehmen. Es gibt ja unterschiedliche Hersteller und unterschiedliche Qualitäten. Mein Handy hat zum Beispiel einen Makro-Modus. Makro bedeutet immer, schau ganz genau hin, geh ganz, ganz, ganz nah ran. Das gibt es auch in der Fotografie. Und mein Handy hat zum Beispiel 50-fache Vergrößerung. Ich habe aber festgestellt, dass ich die gar nicht benutzen kann, weil ich kriege es nicht scharf gestellt. Bei meinem Handy reicht 10-fache Vergrößerung so gerade, aber es hat den Vorteil, ich kann auf 1 cm rangehen. Und 1 cm ist schon nah und dann nochmal 10-fach vergrößert. Erinnert euch bitte an die Blumenbilder, das war ja schon ganz ordentlich. Wenn ihr näher ran wollt, dann könnt ihr natürlich, ich hole mal eben das Mikroskop, das alte. Dann könnt ihr euch natürlich auch ein richtiges Mikroskop nehmen. Ich bin hier so ein bisschen am Hin- und Herschieben. Du siehst es zum Glück voll, bei mir steht das Mikrofon im Weg. Eigentlich hat es eine Lampe. Und wenn die Lampe von unten Licht macht, dann fällt das Licht durch eine Öffnung und von oben kommt dann das Objektiv. Da müsst ihr übrigens unheimlich aufpassen, wenn das zu weit runter geht, könnte eventuell da was kaputt gehen. Und die Objektive haben verschiedene Vergrößerungen. Dieses Modell hat jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4 unterschiedliche Verstärkungen. Und die lassen sich verdrehen und umstellen. Und hier oben kann man dann scharf stellen. Und das kann man dann für sich einstellen. Das habe ich 1977 zu meiner Kommunion bekommen. Und das ist ein richtig schönes Teil. Was steht drauf? Microlux Zoom, 50 bis 900-fache Vergrößerung. Also das war damals ein richtiger Brüller. Und für mich war es an Regentagen eine tolle Sache. Ich glaube, es ist heute gar nicht mal so teuer. Dieses gute Stück habe ich euch schon gezeigt, als da kein Ton war. Das ist eigentlich kein Mikroskop. Mikroskop ist immer, Licht fällt von unten und geht da durch. Das geht nur leider nicht bei allen Sachen. Versuch mal irgendwie Licht durch eine Eisenplatte zu schicken. Das hier hat also eher was, ist eine Mischung aus einer Lupe, die nämlich von oben drauf guckt, und einer Handykamera. Aber funktioniert auch gut und die schafft auch 1000-fache Vergrößerung, steht da zumindest drauf. Ob es notwendig ist, sich sowas zu kaufen, weiß ich nicht. Ich habe es gekauft für die Smartboards in der Schule, um das mal auszuprobieren. Ich habe auch festgestellt, du brauchst wenigstens eine halbe Stunde, um damit gut umzugehen. Und diese halbe Stunde ist nervig. Du kriegst keine guten Bilder, du kannst die auch aufzeichnen, die Bilder. Aber man muss echt damit üben. Kommen wir mal zu dem, womit ich mich, ich denke, von allen Sachen am besten auskenne. Das sind die Ferngläser, denn das war jetzt für nah und wenn wir weit weg gucken wollen, dann haben wir die Ferngläser. Ich habe verschiedene Ferngläser da. Fangen wir mit dem kleinsten an. Ferngläser sagen schon zu Recht, gucken in die Ferne, da gibt es zwei unterschiedliche Sorten von. Die meisten, da kannst du durchgucken und stellst das so auf deine Augen ein. Und dann kannst du da durchschauen. Aber du musst es scharf stellen. Also es ist unscharf und du musst an dem Rad in der Mitte drehen. Meistens geht es da und dann wird es scharf. Dazu muss man dann da drauf gucken. Bevor du das machst, musst du diese Ferngläser auf dein Auge einstellen. Wie geht das? Naja, du kannst ja nicht nur in der Mitte drehen, sondern entweder kannst du hier oben, wo du durchguckst, beide drehen. In diesem Fall kannst du nur den drehen. Der hier ist fest. Du stellst ein Fernglas so ein. Du hältst es dir vor deine Augen, stellst den Winkel so ein, dass er durch deine Augen passt, dass du ein Bild hast. Und in diesem Fall, hier kann ich ja nichts einstellen, dann fange ich mit dem an. Ich gucke durch das durch, was ich nicht einstellen kann und stelle das Fernglas oben scharf mit dem Einstellrichter, bis das Bild scharf ist. Also ich stelle zuerst die Seite ein, die ich nicht einstellen kann, hinten. Das muss ich dann mit dieser Schraube in der Mitte machen. Okay, jetzt hätte ich dann ein scharfes Bild. Habe ich im Moment nicht, ihr seid viel zu nah dran. Aber draußen, wenn ihr auf was Weites guckt, geht das. Und wenn ihr es jetzt eingestellt habt, packt ihr den in der Mitte bitte nicht mehr an.
diese Seite, links, rechts hier auf dem Monitor, diese Seite ist jetzt scharf gestellt, habe ich gerade gemacht. Und jetzt guckt ihr durch das andere durch, ihr haltet das, was wir gerade scharf gestellt haben, zu. Und jetzt ist es vielleicht unscharf. Vielleicht ist es auch schon scharf, da habt ihr Glück gehabt. Wenn das andere unscharf ist, stellt ihr das mit dem oberen Rand ein. Der lässt sich ja einstellen. Und wenn du das ausgeglichen hast, dann ist dein Fernglas auf deine Augen eingestellt. Dann gib's bitte keinem, der dir das verstellt, sonst musst du alles nochmal von vorne machen. Also bei Ferngläsern, die man einstellen muss, gibt's das, den Mitteltrieb, so heißt der. Und es gibt den Teil, den man nicht einstellen kann meistens, der ist fest. Und einen, den man einstellen kann, den kann ich hier so drehen. Ich stelle erst das ein mit dem Mittelantrieb, was sich oben nicht drehen lässt. Und wenn der scharf gestellt ist, dann gehe ich auf die andere Seite und stelle den oben nach. Und das funktioniert fast so mit jedem Fernglas. Ich sage fast, weil es welche gibt, die muss man gar nicht einstellen. Das zeige ich dir gleich. Natürlich gibt es Ferngläser in allen Größen und das hier ist jetzt ein echt kleines. Das ist eins, das nehme ich vielleicht mal auf eine Wanderung mit, wenn ich einen schweren Rucksack habe. Ich will nicht sagen, dass es ein Spielzeug ist, aber wenn du ernsthaft damit arbeiten möchtest, dann ist so ein kleines Ding, hat seine Grenzen. Es liegt daran, dass der Durchmesser, wir können ja jetzt als Fachleute sprechen, dass die Pupille bei dem Ding echt klein ist. Da fällt nur wenig Licht durch. Und deswegen brauchst du viel Licht, damit es funktioniert. Und das Bild selber, den Ausschnitt der Wirklichkeit, den du da siehst, ist relativ klein. Das ist ein Gelegenheitsglas. Und drauf steht 10x25. 25, Moment, ich hole was. 25 ist der Durchmesser der Pupille. 25 mm, 2,5 cm. Das ist für ein Fernglas relativ klein. Und das Zehnfach steht für zehnfache Vergrößerung. Du siehst alles zehnmal so groß. Zehnfach hat einen Nachteil. Es ist schwer ruhig zu halten. Es wackelt sehr, 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 sehr stark. Also ein Zehner empfehle ich dir nicht, es sei denn, du hast irgendwo etwas, wo du deine Arme auflegen kannst und gucken kannst. Das hier ist mein Lieblingsglas für Wanderungen. Das ist schon ein bisschen größer. Es ist immer noch leicht genug, dass man es tragen kann, aber die Pupille ist deutlich größer, deutlich größer. Was steht drauf? Nix. Ich meine, es wäre ein 40er. Also 40 mm Öffnung. Ich gucke nach. Nee, es sind mehr. 44, glaube ich. Die Pupille ist 44 mm groß. Ihr Experten, das bedeutet, es fällt mehr Licht rein. Ich kann damit auch bei bewölktem Wetter gucken oder wenn es langsam dunkel wird, dann kann das auch noch funktionieren. Und dieses hier hat eine Verstärkung von 8-fach. Ist also schwächer als das kleine. Hat aber den Vorteil, ich kann es wesentlich besser ruhig halten. Viel besser ruhig. Und das ist, wenn du jetzt beispielsweise einen Vogel beobachtest, der da irgendwo sitzt, wie die Ente von Frau Fritsch da, dann ist das viel entspannter, wenn du gucken kannst. Ist mein Lieblingsglas für Wanderung. So, wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, die Stunde ist schon längst überschritten. Man kann sich das in Teilen angucken. Das ist mein Lieblingsfernglas. Wenn ich auf dem Wasser bin mit dem Schiff, das ist ein sogenanntes Marineglas. Erstens ist es wasserfest, also es könnte nass werden oder es fällt mal im Uferbereich ins Wasser. Alles in Ordnung. Man hat es mit Stickstoff gefüllt, denn das müsste erst raus, bevor was anderes reinkommt. Und es hat hier oben den dicken Knubbel drauf, das ist ein Kompass. Wenn ich da durchgucke, dann habe ich da drin Zahlen vom Kompass. Schutzkappen drauf und diese Ferngläser... Man müsste damit mal echt rumprobieren. Ah, okay. Diese Marine-Ferngläser sind meistens von einer bestimmten Sorte. 7x50. Also 50 mm Öffnung, die Pupille, Riesenpupille, damit du auch in der Dämmerung in den Hafen findest. Eine Verstärkung von 7-fach, das ist jetzt nicht das meiste, das kleine hatte 10. Und meins zum Wandern hatte 8, das hier ist das, was am wenigsten vergrößert.
Ist aber auch das, was du am besten ruhig halten kannst. Und wenn es auf dem Schiff so hin und her wackelt oder so, dann bist du froh, wenn das Ding einigermaßen ruhig zu halten ist. Marinegläser 7x50. Und das hat eine besondere Eigenart. Ich muss es nicht einstellen und du musst es nicht einstellen. Das ist ein Glas, was sich auf deine Augen irgendwie einstellt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Du musst es nur einmal einstellen, wenn du eine Brille hast. Wenn ein Auge schwächer ist, dann musst du das an einer Stelle nachstellen. Aber dieses Mittelding für weiter weg und näher ran oder so, das ist nicht. Und das ist schon eine gute Sache. Auch ein Fernglas kannst du mit einer App nachstellen. Es gibt garantiert Tele-Apps für die Kamera, die eingebaut ist. Ich meine, die hätte sogar ein Tele. Ja, und das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Für Nahsehen haben wir die Lupen oder Mikroskope und fürs Weitsehen haben wir die Ferngläser. Und wenn du jetzt Lust gekriegt hast, deine Umgebung zu entdecken, bei mir ist gerade der Bildschirmschoner angegangen, glaube ich. Ja, das war der Bildschirmschoner. Probier es aus. Du hast das Wochenende zur Verfügung. Test es mal an. Jetzt muss ich dich erstmal loben. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann bist du ein Mega-Lerner. Ich habe nicht gedacht, dass das Ding jetzt 1 Stunde 10 laufen würde. Das ist sozusagen ja 1,5 Schulstunden. Aber das finde ich eben interessant, dass man im Moment ja auch mal Stopp sagen kann und der Lehrer bleibt so stehen. Und dann macht man weiter, wenn es weitergehen soll. Das sind schon tolle Möglichkeiten. Dickes Lob. Sehr schön. Gebt mir mal eben gleich einen kurzen Kommentar. Dafür lasse ich es noch eben 2-3 Minuten länger laufen, wie das war. Bitte auch Tipps für Verbesserungsvorschläge, denn dieses hier war ja nun mal ein echtes Experiment. Nicht nur für euch, sondern auch für mich. Und sagt mal, wie das war. Vom Aufbau her hätte ich was genauer sagen müssen. Das würde mir den Tipp geben für die nächste Woche, wie ich das angehen soll. Ich habe nächste Woche einiges mit euch vor. Viel kürzer, also das hier, das Riesending. Ich hatte ja eher gedacht, das wäre so 40 Minuten. Aber kommentiert's mal, entweder hier im Live-Blog oder wenn ich das ja gleich hier ausmache, und dann ist es ja als Video zu kriegen, dann steht ja unten das mit Kommentarfunktion. Ich schreibe gleich rein, dass man ein bisschen vorspulen soll wegen des fehlenden Tones. Schreib mir das mal, es wäre interessant. Ich würde dann jetzt wieder ein Bild einschalten, den Ton ausmachen, noch eben 2-3 Minuten warten, den Stream beenden. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Ich wünsche schon mal allen, die noch dabei sind, ein schönes Wochenende. Nutzt das und ihr wisst, schaut genau. Die Welt ist voller Wunder. Dazu muss man nicht weit gehen, auch im eigenen Vorgarten oder im Garten. Guckt euch mal unter der Lupe ein Tempotaschentuch an oder die Rillen auf eurem Finger. Guckt euch mal tief in die Augen, aber bitte nicht mit LED-Funzeln da reinleuchten. Jetzt seid ihr Augenexperten. Ich sag euch Dankeschön, tschüss. Schönes Wochenende von der Andis Online-Schule. Ciao, ciao.